Ja, wir müssen noch weiter. Ah, jetzt wird es auch immer markiertes Ziel. Die Straße ist gesperrt wegen Over. Ja, okay, Water. Juckt uns nicht. Fahren wir kurz rechts ran, weil ich muss gucken, wie lange wir fahren. Ja. Mach einfach der Straße. Oh mein Gott, wir können sogar. Obwohl, das, wir können es versuchen. Oh, das wird's tricky. Daniel? Auf dem Weg zum Befreien der Portsmill Talsperre oder wie sie auch immer heißt, begrüßen wir euch zurück in SnowRunner. Hey ho! Der Felix ist auch wieder dabei, aka der Tiger, und wir düsen jetzt mit zwei Pritschenfahrzeugen, wie man hier sehen kann, auf nach, wo war das? Betonplatten und auch Holzplatten. Also ins Lager generell. Holen, ne? Also ins Lager. Heißt das. Und der Felix ist ja diese Route schon gefahren, ich aber noch nicht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie das für mich ausgeht oder ausschaut. Du bist erstaunt, Alter. Wow. Geht's da ordentlich voran? Ja, jetzt ist das erste Gebiet schon, wo es hakelig wird dann mit Gewicht. Jetzt geht's gerade noch so. Alter, aber es regnet halt auch, ne? Das macht's echt noch schwieriger. Ja, bei mir regnet es nicht. Okay, das ist noch nicht synchron, okay? Okay, dann ist das noch nicht synchron. Vielleicht macht es aber auch keinen Unterschied. Aber würde ich bei dem Game mittlerweile nicht mehr so lange so gefühlt. Ja, dann hab's ich schwerer. Egal, ich fahre hier einfach noch weiter rechts. Haha. Was soll das werden, Felix? Mich vorzuziehen. Ich fahr da mal hier lang. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich noch ganz gut. Ja, so komme ich gut voran. Aber hier ist echt auch schon viel passiert, ne? Viel Schlamm. Aber logisch, ne? Mit den Straßenreifen haut es dann ordentlich rein. Fahre ich richtig? Ja, da fahrst du komplett richtig. Okay. Da vorne kommt Straße, oder? Ja, naja, Straße ist nicht. Eher nicht. Feldweg. Oh, Straße kommt ganz am Schluss. Hier eher abseits des Weges. Boah, hallo, guten Tag. Ich grüße Sie, Strommast. So, aber immerhin, es geht ja voran. Jetzt komme ich auch vorne wieder. Ah, es hat aufgehört zu regnen bei mir. Ah, okay. Jo, und ich bin ja gespannt, ne? Ich habe ja auch gelesen, von dem Spiel gibt es ja dann zwei Versionen. Und ich nehme, also zwei Versionen im Sinne von Standard Edition und Premium Edition. Ja. Ja. Und ich nehme an, die Premium Edition ist natürlich mit Season Pass und dann heißt es neue Karten vielleicht, neue Fahrzeuge. Safe, ja. Und dann natürlich das Ganze in der Art Season Pass, das heißt, man hat sofort Zugriff drauf, wenn die rauskommen. Aber ja, die Möglichkeiten und vor allem wie viel Zeit man hier auf einer dieser Karten allein verbringen kann, ist dann schon ordentlich. Mhm. Und generell, ich meine, ich muss überlegen, das sind ja, es gibt Gebiete und in den Gebieten gibt es ja sozusagen vier weitere Karten immer und die man auch erst freischalten müssen. Das machen wir jetzt gerade. Wir schalten dann den Tunnel für ein weiteres Gebiet, das ist mal frei. Ja. Der ist wahrscheinlich verschüttet oder muss ihn stützen oder was auch oder bauen erstmal, keine Ahnung. Ja. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Und ich bin auch gespannt, halt wie sich die Wege unterscheiden. Also vor allem die Straßen. Weil man darf nicht vergessen, wir sind jetzt aktuell in Michigan. Aber wo wir hinkommen, darauf freue ich mich schon. Vielleicht wird es auch mal so ein Russland-DLC. Ich hätte dich rechts, rechts. Hättest du gesagt, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter. Ich meine, du kommst schon durch. Mit Gewicht würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir außen rumfahren, weil vorhin musste ich mich da halt durchzeigen und das war. Das ist so ein Tank einmal aufgesessen. Gerade, ja. Zu dem Tank einmal zum ersten Mal aufgesessen. Vielleicht Schaden bekommen. Felix! Ja, Daniel, wenn ich dich holen könnte. Lass doch mal probieren nochmal. Wobei, warte. Ah, du machst so, ja. Ja, das ist gut. Ich, vom Strommast zu Strommast habe ich mich gehangelt. An der anderen Straßenseite. Da, wo du jetzt dich hinziehst. Solange meine Hinterräder Traktion haben, geht's voran. Dieselbe Option hätte ich mir vorhin gewünscht, ehrlich gesagt, bei dem Thema, was war das? Ah, dieses andere Ding. Beim Anhänger, oder was? Ah, ich glaube, also, da war es, ja genau, beim Anhänger, da war ja so ein Ding, so ein Ach, Strommast oder so. Ne? Oder Funkmast. Und ja. Daran konnte ich mich gar nicht festziehen, beziehungsweise wegziehen, das war blöd. Würde echt mal interessieren, also, Binde abgelöst, sofort abgelehnt.
Gib Gas, ja, Felix. Wechselrote abstellen. Felix. Anhänger ankoppeln. Ich weiß nicht, aber es, ich muss mal Handbremse anziehen. Jetzt schalte da, jetzt schalte da, komm. Jawohl, jetzt bin ich über dem Berg. Mensch, spannend wird's doch. Willst du vorausfahren oder soll ich weiter? Ne, du kannst schon fahren, wir weiter. Ja, du musst aber ein gutes Navi spielen. Das ist nicht das Problem, da muss ich jetzt eh nur noch der Straße folgen. Meter. Okay. Jetzt wird's halt eh gleich besser. Also das Schlimmste ist dein Mindos. Warte mal lieber ein Stück links. Boah. Ey, wie es einen hier in der Ego durchschüttelt, ne? Das ist ja mal mega. Das ist ja mal mega. Im echten Leben würdest du dich 20 Mal irgendwie an der Decke anhauen und was weiß ich alles. Hier war der Felix scheinbar schon am Werk, weil hier ist richtig tief. Ey, was soll das denn heißen, jo? Ja. Das heißt, Felix kann keine LKW fahren. Nein, Spaß. Hier rechts? Ja, hier rechts. Danke, Navi. Muss auch nachfragen hier. Wo bleibst denn du? Ja, ich habe nicht so schnell Geschwindigkeit aufgebaut hier. Ja, Vollgas, Felix. Ah, das ist das Lager. Jetzt war ich gerade auch mit dem fünften Gang hier. Easy. Da, also den Terz mal echt weiter vorziehen können. Unmöglich. Also. So. Okay, was nehme ich? Nehme ich die Ziegel, Betonblöcke, Ersatzteile? Was brauchen wir denn nochmal? Wir brauchen Beton. Wir brauchen einmal Beton. Du darfst den Beton einmal nehmen. Ich darf den Beton nehmen, okay. Dann nehme ich einmal den Beton. Und einmal reicht. Einmal genau. Reicht, hab ich doch. Und ja, du nimmst zweimal Ersatzteile, bitte. Zack, zack. Das hört sich an, als ob jemand geschossen hätte. Klick, klick. So. Ja, Betonplatten, Felix. Zeig dir mal, wie das geht hier. Betonplatten zu transportieren. Aber ich glaube, mit einem geht das noch recht easy. Ich bin nur gespannt. Ich weiß nicht. Warte mal, wir können mal die Vergleiche werten. Werte vergleichen. Moment. Wie war's mit V, mit V, ne? V, ja. Ne? Ja, Leistungsgewicht minus A minus, stimmt. Und da sieht man auch, wie viel, also das Rote ist quasi das, was ich verloren habe an Leistungsgewicht. Und ansonsten Widerstandsfähigkeit und Spritverbrauch ist gleich geblieben. Also das ändert sich tatsächlich nicht. B plus. Ja. Dann ist immer vom Gewicht gleich. Scheinbar. Zweimal deine Ersatzteile wiegen so viel wie eine Betonplatte. Aber dann zeigt es, dass vorhin mit den zwei Betonplatten das dann schon ordentlich schwer war. Das habe ich auch gemerkt. Das hätte ich mir jetzt schon fast gedacht. Aber jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir vielleicht auch nicht denselben Weg nehmen. Auf gar keinen Fall, nee. Ich fahre jetzt rechts. Okay. So lang. Ja, hier ist ja ordentlich. Was hast du hier gemacht, Felix? Hier ist eine ganze Grube. Was hast du da gemacht vorhin? Ich glaube, die sind standardmäßig hier. Ach so. Für den anderen Weg. Ah, ich kann mir nicht daran, dass ich hier hänge. Da waren schon mehr Felix. Felix. Das kann natürlich sein, ja. Boah, hier links, schau mal, da geht so ein Wasserfall runter, oder? Nein. Oh ja, stimmt. Ah ja, schön. Man achtet gar nicht auf die Umgebung. Ja, bist so beschäftigt. Ja. Mit sich selber. Na komm. Den Truck hier irgendwie durchzubringen. Ja, 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 ja. Den. Und die Stoff geben hier. Ich habe jetzt gerade auf Verbrauch geachtet. Also bei den Fahrzeugen muss man sagen, das geht halt echt noch. Ne? Ist voll okay. Ich erinnere mich noch 40 Liter und so immer pro Minute beim Aber bei das ist halt russische Spintires Power, 1. Was ist? Stimmt. Links Tag oder? Links, ja. Ganz links rum. Ja. Weil das, da habe ich keinen Bock, weil da bin ich nämlich vorhin hängen geblieben. Und da kam ich einfach nicht mehr Wasser, raus. Ja, Wasser, ne? Das ist halt, wenn Wasser steht. Und da gibt es ja schon extra so eine Umfahrung. Wie fahren wir jetzt so da? So. Die Umfahrung. Ja, genau, ein bisschen rechts halten. Ja, da hat sich schon mal einer gedacht. Nee, das meine ich. Alter. Boah, das ist ein Ego so geil, Alter. Also, das war echt dringend bitter nötig, dass die mir erstmal gescheitert Ego-Perspektive gesponsert haben, im Ganzen. Das macht das Feeling halt auch mal einiges geiler. Ja, generell, also grafisch von allen Seiten viel besser. Und auch von der Physik her merke ich, ne? Das ist deutlich anders. Das ist auf jeden Fall. Auch generell, zum Beispiel auch die Spiegel, ne? Also, dass sie auch im Multiplayer oder generell, dass sie einfach
sauber synchron auch laufen einfach. Stimmt, ja. Das kriegen viele Spiele nicht hin. Nee. Und das Coole ist auch, man hat so einen leichten, also es ist ein leichter Dreck auf dem Spiegel und der Spiegel hat auch so eine leichte Wölbung in sich. Was auch cool ist. Und ich sehe Felix im Rückspiegel. Ja, also das Feeling in der Ego-Perspektive, Hammer. Hammergeil. So, da unten nehme ich an. Man muss doch sagen, als Trucker muss man auch ein bisschen gut verdienen, ne? Also was wir glauben, zum goldenen Ring und so Rolex hier am Arm. am Arm. Ja, gut. Man muss ja auch wissen, wie spät es ist. Oh, ups, Vorsicht, da ist ein Baumstamm. Ja, ich fahre ja gerade außen rum und mit Geschwindigkeit heißt es ja. Den fünften Gang durchheizen. Es ist so schnell, weil wir letztes Mal nicht so wichtig. Boah, meine Scheiben sind voll dreckig. Alter, was du das? Nein. Siehst du das, wenn ich rausgucke, Nina? Wenn ich aus dem linken Fenster komme, mich umlehne. Ich glaub's nicht. Aber das wäre mal übel lustig. Also ich gucke gerade hinten raus und du müsst mir ja dann sehen. Nee, ich seh dich nicht, nee. Weil du kannst ja den richtig nach hinten der gucken. Char, ja, ja, hier so. Der Char ist nicht animiert scheinbar. Aber das kann ich verkraften. Ja gut, das kann ja klar. Felix, mach mal Platz da, Mensch, ich muss vorbei. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wo waren das nochmal? Ach, du bist ganz nah auf im Norden, stimmt, da war was. Jetzt gibt er Gas. Jetzt bin ich ordentlich am Angasen hier. Wird der Gang? Komm, leg 5, nein, komm, gib 5er! Alle Rad kann man ausmachen. Weil wenn du den Dreck hochschleuderst, das geht's ja gar nicht. Ich sehe eine Dreckfontäne hier. So, ja, wir müssen ganz hoch in den Norden und dann ganz links, also ganz nordwestlich. Ja. Water over road, ja, ich habe ein Allrad wieder an. Ach bloß, da ist Wasser. Aber wenn natürlich wir mit dem Gewicht auch eine gewisse Geschwindigkeit aufgebaut haben. Ja, dann ist es echt krass. Dann geht's ordentlich zur Sache. Allrad, dann würde ich jetzt mal drin lassen. Ja, dann lass ich auch drin. Gibt's Sinn. Wir haben ja eh einen Tank, der Motor ist. Ja, also wir werden es easy packen, glaube ich. Ja, klar. Ich denke aber, dass Alaska zum Beispiel nochmal deutlich größer sein wird und vielleicht auch die Trucks, die man dann dort benötigt, dafür verantwortlich sind, auch wegen dem schweren Gelände, dass wir öfter tanken müssen. Weil die dann halt wahrscheinlich so 15 Liter in der Minute schon schlucken. Das stimmt. Generell ist aber, wenn dann wieder andere Fokus gesetzt. Hier ist es halt einfach so, dass bis im Grundgebiet, das kann nicht so, oder das ist nicht so schwer am Anfang, muss ich erstmal ein paar Aufträge machen. Und dann brauchst du ganz andere Trucks und ganz andere Umgebung. Genau. Ich meine, da kommt der Schnee einfach dazu. Ich glaube, der wird dann nochmal richtig zum Schaffen machen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben. Aber was krass ist, was auch noch kommen wird, wir können unsere LKWs wirklich halt auch standortübergreifend benutzen. Ich glaube, das haben wir schon gesagt, ne? Ich glaube nicht, ne. Oder haben wir es noch nicht? Das heißt, wenn wir jetzt hier fertig sind, können wir einfach sagen, gut, den LKW, den tun wir so in einer Art abstellen, ne? Nennt sich ja, glaube ich. Und dann können wir sie überall wieder benutzen. Das bedeutet aber auch, wir können jetzt hier LKWs freischalten und sie halt aufmotzen etc., dann abstellen und dann überall, egal auf welcher Karte, benutzen. Das heißt, wir können aber auch nicht einfach sagen von Anfang an, ja, wir gehen jetzt auf die eine Karte, haben da schon LKWs? Nee, haben wir nicht. Und das macht das Ganze eben auch spannend und auch schwierig, aber gibt es allem so ein bisschen auch eine Story. Man kann mit jedem LKW überall hin, jeden LKW kann man individualisieren. Jeder LKW hat dann so seine eigene Geschichte, dann eigentlich so, wenn du den Fall vorhanden hast oder so. Genau. Und vielleicht wird es auch irgendwann mal so sein, dass wir von einem LKW 2 haben, weil allein die Umbauten so viel kosten, dass du den gleich kaufen kannst. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das dann möglich sein wird, aber... Du kannst mehrere Fahrzeuge kaufen, die Frage macht halt wenigstens, weil du kannst... Umbauen kannst du ja jederzeit ohne Probleme. Also du musst ja das Angebot nur einmal kaufen und dann hast du es, kannst abmachen und drauf machen, das geht immer dann. Stimmt, also man muss es nur einmal besitzen. Nur, stimmt, ja, doch. Boah. Oh, Daniel! Oh. Felix! Was machst denn du? Knappe Sache. Ja, ich hatte schon ein bisschen Angst da. Ich habe Vollgas gegeben. Ja, wer wollte nicht? Ja komm, wir machen kurz voll. Ja, wirklich. Wenn wir schon mal da sind. Während des Fahrens. Boah! Speed tanken. Ja, das war keine gute Idee. Oh, schlimm. Oh. Danke, Johnny, wir fahren mal weiter. Geht aufs Haus. Elefanten hier. Aber Felix gibt Stoff. So geil, wenn du nichts legst, ne? Und wir dann auf die Hupe haut.
Gib ihm, der Hupe! Ja. Ja, die braucht Schwung, die Hupe. Ja. Jetzt kann der Felix aber ordentlich Stoff geben gerade. Mal Rad aus, vielleicht gibt es uns die nötigen paar PS. Ja, wir müssen noch weiter. Ah, jetzt wird es auch immer markiertes Ziel. Die Straße ist gesperrt wegen Over. Ja, okay, Water. Juckt uns nicht. Fahren wir kurz rechts ran, weil ich muss gucken, wie lange wir fahren. Ja. Mach einfach der Straße. Oh mein Gott, wir können sogar. Obwohl, das, wir können es versuchen. Oh, das wird tricky. wir können. Oh, Daniel? Ich bin doch gerade auf der Karte unterwegs und liege schon auf der Seite. Die Ladung ist verrutscht, Felix. Och nö. Deine Ladung ist verrutscht, glaube ich. Ich fahr mal kurz rechts ran und der bleibt einfach irgendwo stehen, ey. Mann, doch. Ich dachte, ich roll so auf die Seite. Was ist denn mit deiner Ladung jetzt? Ja, die liegt jetzt da. Ja, verdammt noch einmal. Wie geil, was machst du da du auch? Oh, geil. Karte. Da bräuchten wir jetzt einen Kran, um die wieder aufzuladen wahrscheinlich, oder? Ja, den müsste ich jetzt schnell anbauen. Den müsste jetzt schnell zurück. Ja, aber das bringt ja nichts. Wenn du einen Kran hast, dann kannst du den jetzt nicht selber aufladen. Doch, klar. Es gibt auch einen Pritschanleger mit Kran. Alles klar. Du musst dann jetzt die nächste Möglichkeit links abbiegen. Guck mal, ist auf der Karte, weil wir können geradeaus nicht fahren, weil der Felssturz doch da ist. Moment, ich schau mal. Und ich gehe mal schnell Felssturz, tatsächlich. Jetzt muss ich hier links, oder wie? Bergen. Ey, Karamba. Das kann lustig werden. Individualisieren, so, guck mal, Rahmen. Ja, so kann man es natürlich auch spannend machen, ne? Das auf jeden Fall. Kraftanhänger, Ausleger, Kran. Ich wollte dich echt nicht rammen, ne? Aber. Ist doch nicht schlimm. Hm. Kann ja passieren. Aber jetzt ohne Witz, kannst du dir den selber aufladen? Es gleich gibt einen Auslegerkran. Gleich zwei davon. Ich weiß nicht, ob das zwei war. Es schaut Im Zweifel bin ich ja bis dahin auch wieder zurück. Und dann lädst du einfach bei mir auf. Alles cool. Kostet mich auf jeden Fall 5700. Das war dann eigentlich mein ganzes Geld so gefühlt. Ja, ist ja Quatsch. Ja. Wozu brauchen wir sonst, ne? Ja. Alles, was wir hier verdienen, müssen wir wieder reinvestieren. Das stimmt auf jeden Fall. So, ich würde sagen, andere ein bisschen lösen und dann fahre ich mal wieder rüber. Jo. Ein gewisser Daniel. Das ist meine Schuld. Aber so geil, ich guck's auf die Karte, wo musst du hin, auf einmal guck ich wieder rein. Hab ich nicht geparkt so. Das war lustig, ja. Sah sehr spektakulär aus. Was mir gerade einfällt, standardmäßig, was haben wir, wenn wir nicht beladen sind für Werte? Haben wir A+, glaube ich, bei Leistung. Ja, genau. Ja. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe bei B+, starte ich jetzt mit dem Kram, was auch Sinn macht. Okay. Oh Gott, ey, ich sag dir, diese Route hier, ne? Also das wird dir richtig Spaß machen, nachdem ich hier einmal durchgefahren bin. Ich bin jetzt hängen geblieben. Das ist ordentlich schwer. Was dachte ich mir denn schon? Da müssen wir echt demnächst dann den Felsvorsprung freischalten, auf jeden Fall. Das müssen wir dann zur nächsten Episode angehen. Weil noch viel schwerer darf es nicht werden. Ich glaube, mit zwei Betonplatten kannst du hier schon richtig, richtig Schwierigkeiten kriegen. Ja. Das ist wahrscheinlich, ja. So, gehen wir wieder Ego. Was sind hier links? Wird dann langsam dunkel. Was sind hier links von mir? Reparatur am Flussufer ist da, okay. Eieiei, das ist auch nicht einfach. Na komm, fahr weiter. Ich glaube, nach dem Auftrag kann es sein, dass wir noch Level wieder steigen. Vielleicht. Sehr gut möglich. Aber unser Ziel ist eigentlich Level 6 zu werden, dass wir neue Reifen kriegen für den Truck. Oh ja. Also das wird das Wichtigste sein, wenn man mit dem Truck Offroad-Reifen hat. Ich glaube, dann ist alles andere easy. Weil leistungstechnisch ist der ordentlich. Der geht ordentlich. Ja, Leistung hat der, ja. Würde ich schon sagen. Mit denen dann noch theoretisch auch höher liegt und dann noch Offroad-Reifen, richtige Offroad-Reifen. Ja. Weil wie man weiß, ne, am Reifen scheitert es eigentlich immer. Ich glaube, die Höherliegung, die schalten wir, glaube ich, die müssen wir wieder finden. Wahrscheinlich auf einer anderen Karte oder so für das Fahrzeug. Wahrscheinlich, wenn wir nach diesem Vorsprung jetzt haben oder den Tunnel, vielleicht können wir da dann vielleicht die Höherliegung kriegen. In dem Gebiet. Das kann auch sein. Oder bin ich schon mega gespannt?
Ja, aber du musst wahrscheinlich auch schon mal die Werkstatt freischalten. Boah, jetzt bin ich hier ordentlich am Hasseln. Allrad, wo ist der Allrad? Jetzt. Im ersten, nicht im Low. Im Low war es zu wenig Drehmoment. So, ich bin dort. Okay, super. Das heißt, Numero uno. Reise nach Smordswift-Talsperre. Was? Was? Reise ich jetzt gerade? Ja, hast du. Tatsächlich. Versetzt. Hat sich nach Smordswift-Talsperre versetzt. Ja, du bist jetzt woanders hingereist. Ja. Läuft bei mir. Hä, für was muss man es dann freischalten? Oder was macht man dann überhaupt? Oh, das schaut ja interessant aus hier. Also muss ach, du heilige Maria. Ja, ich weiß warum, Felix. Wieso? Wir müssen die Lieferung zum Steinbruch machen. Und okay. Die ist hier und die ist ein ganzes Stück noch weiter weg. Oh, so, okay. Oh, meine Güte. Ja gut, das heißt für uns, Felix muss hier mit rüber und dann dürfen wir gemeinsam hier versuchen, zum Steinbruch zu gelangen. Gut, dass ich jetzt einen Kran geholt habe. Ja. Ja gut, aber damit werden wir auch ein, zwei Wachtürme erstmal freischalten müssen, Felix. Ja gut, das kann sein. Dass wir ein anderes Auto holen müssen, noch zusätzlich, oder? Ja, das wird höchstwahrscheinlich so sein. Und ich würde sagen, dass wir das dann im nächsten Video machen, oder? Mhm. Also dann doch nochmal eine krasse Wende am Ende des Videos. Wahnsinn. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Wir werden schauen, wie wir uns weiterhin schlagen und wie wir das Problem jetzt dann hier auf der neuen Karte beseitigen können, dass wir hier, was wirklich ziemlich zentral ist, hinkommen. Bis dahin, Leute, macht's gut. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao.